Egal. So, was können wir denn noch machen? Gute Steinpilze, nix. Entfernen. Käsestück. Können wir machen, kombinieren mit Lauch. Was nehmen wir denn davon? Käsestück mit Tomate. Können wir nämlich den Ausdauertrank herstellen. Gleich mal als erstes. Salat, Ausdauertrank. Weintrauben können wir nichts mehr. Na gut, so. Deshalb haben wir ein paar Tränke hergestellt. Ausdauer schädigen, Ausdauer herstellen, Ausdauer Trank. Ja, halt, dann gab man schon. Krankheitsgift. Was denn? Riesenleck. Ich glaube, das Ganze ist ziemlich asynchron jetzt. Ich mach meinen Schnitt. So, da bin ich wieder nach dem Schnitt. Oh, das hat es 5 Sekunden Leck gegeben. Eben, gerade als ich geschnitten habe, da kurz davor. Aber gut, Krankheitsgift, inständige Schädigung, 30 Punkte ist nicht schlecht. Aber das ganze andere hier ist halt, naja, geht so 4 Punkte für 15 Sekunden. Aber wir haben 150 Ausdauer. Von daher müssen wir halt unsere Alchemiefähigkeit noch trainieren. So, Ratten haben jetzt auch wieder ein bisschen Fleisch, aber das werde ich glaube ich jetzt verkaufen. Truhe, so. Haben wir es auch wieder geöffnet oder überhaupt geöffnet? 18 Experience. Ja, ja. Übrigens hat man ungefähr nach diesem Dungeon, nach dem ersten Dungeon, die Hälfte von diesen XP-Balken voll. Ach nee, der hat mich schon gesehen. Fuck. Goblin-Scharmützler. Aber irgendwie ist er nicht besonders stark. Anscheinend ist es kein geänderter Gegner, weil roh. Nicht alle Gegner ändert. Zum Beispiel hier den Typen. Und er hat eine Falle für uns ausgelöst. Aber da es uns schon früher gesehen hat, hat er sich sehr viel gebracht. Ach. Shit. Naja. So. Ich gehe glaube ich mal links rum. Das sind nämlich glaube ich Items. Genau, das sind Items. Kann man noch mal essen durch wie ich nicht. Ich will das Gold haben und die Truhe öffnen bitte. So, was haben wir da drin? Eisen von Dietrich, nicht schlecht, gar nicht schlecht. So, bevor wir uns das ja auch nicht bemerken, werden wir mal die Baumstämme nach unten schieben und sie überrollen. Yeah, und wo uns dafür epic erflüten gehen, aber das ist gerade geil. Gegen zwei kämpfen will ich nicht, das wäre mir jetzt schwer gewesen glaube ich. Dafür sag ich jetzt lieber die Gegenstände ein, die sie fallen gelassen haben. Und dafür was großartig getan zu haben. Brüchige Goblinklinge, neues Item von Roh. So, aber nehmen wir die. Ja, gibt Geld. Eisenfallen nehmen wir auch mit. Außerdem haben wir jetzt noch ein Ersatz. Schwert für unsere Kotzschwert. Für unser Kotzschwert. Und ich glaube, das lassen wir erstmal aus. Weil das sieht nicht schlecht aus. Oh. Weil das andere werde ich mir für später aufheben, die Goblinklinge. Heißt, nicht die Goblinklinge, die das Schwert. Und das kann ich halt dann auch nachher reparieren. So. Und hier ist schon deren Gegner, deswegen werde ich mal meine Fackel ablegen. Und ich glaube, die Fackel, die werde ich mal. Warum ist auf der 3 nix? Egal, tun wir die Fackel halt auf die 3. Da hab ich eh schon entdeckt, scheiße. Goblin Berserker. Und er ist tot. Ein Glück. So, Lederschild will ich nicht. Dietrich Messer, Messer. Nein, das Messer wollte ich eigentlich nicht. Messer, 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 wo ist denn das Messer? Messer? Hä? Worte, ach da, na gut, so gut. Jetzt aber, jetzt kann man die Fackel wieder anlegen. Drop Torch ausgerüstet, tolles Deutsch. Und wieder ein Gegner, super. Nerviges. Was, er hat sich jetzt durch ein Schild getötet, lol. Naja. So, die Randner können wir uns auch befreien. Werden wir gleich mal machen. Nämlich hier drüben.
Und dadurch wird aber der Goblin auf uns aufmerksam. Aber scheiß drauf, den knüppeln wir auch noch tot. Tot knüppeln ist gut. Und er ist tot. Gibt da verdammt viel Experience, wie ich finde. So, jo, nehmen wir mit. Und noch mal einen Ersatz. So, die Viecher da unten machen wir es auch noch mal Platz. Och, die geben aber nur ein EP ab, scheiß drauf. Nein, nicht du. Fuck. Der habe ich ja vollkommen vergessen. Ich wollte die Waffe nicht wegstecken. Ich verteilen. Danke. Danke. Wo ist die? Oh, verdammt, wo ist sie? Da drüben ist die Hexe. Goblin-Hexe, die erstmal sterben sollte, so schnell wie möglich. Weil die ist ziemlich gefährlich, wie man gesehen hat. 3 EP, 4 EP fast. Rostige Eisendurch, geringer Seelenstein. Nicht schlecht. So, da ist doch noch eine Ratte. Eine lebende, oder? Nee. Oder hat die Goblin-Hexe sie getötet? Na egal. Anscheinend schon, wie es aussieht. Ja, na gut. Ah, naja. Gut, wir heilen uns noch mal schnell. Eigentlich könnte ich auch warten, weil hier keine Gegner mehr da sind. So. Und wir öffnen die Truhe. Da sind auch noch mal Zeugs drin, was wir gebrauchen können. Sehr viel Zeug sogar. Oh, geil. So, Reparaturhammer. Werden wir gleich mal benutzen, der Reparaturhammer. Und das reparieren, was am meisten beschädigt hier ist, nämlich die Gruppen Niederstiefel und, ne, toll, kaputt, so ein Kack. Und die kosten ziemlich viel, die Reparaturhammer. Na egal, naja. Dann gehen wir erstmal raus hier, rüsten wir die Fackel aus. Und, ja, das Schwert ist auch schon wieder beschädigt, das Goblin-Schwert. Links unten habe ich eine Leiste, wie die Sachen beschädigt sind. Ich glaube, ich werde erstmal das Schwert auf die 1 tun. Eigentlich hätte ich auch mal mit Bogen arbeiten können. Aber so daran denke ich natürlich nicht. Aber trotzdem werde ich mich auf Bogen spezialisieren. Und auf andere Sachen, wie die Herstellung, Zerstörung, Reparieren, Alchemie und so weiter und so fort. Eisenfall und Dietrich. Gut. So, unter der Kaiserstadt. Ja, diese komische Schrift, die muss man jetzt nicht unbedingt lesen können. Das kann ich eigentlich, ups, die Fackel auch abtun wieder. Weil wir die es eh nicht momentan brauchen. Weil er hier eh Licht ist. Also eine Masse Licht. Na, kämpft ihr mal schön. Ich werde mal so nach unten gehen. Nein, tut's nicht. Ja, genau. Er muss uns helfen. Sie können nicht verstehen, weshalb ich euch vertraue. Sie haben nicht gesehen, was ich sage. Wie soll ich das erklären? Überhaupt nicht. Kennt ihr die Neuen? Wie sie unsere Schicksale mit unsichtbarer Hand leiten? Die Neuen sind übrigens die Götter. Ja, was soll ich jetzt sagen? Keine Ahnung mehr, egal. Ich bin auf die Götter nicht gut zu sprechen. Ja, ich will natürlich mit Argonia schnell weiter sprechen. Ich habe den Neuen mein ganzes Leben lang gedient. Und ich finde meinen Weg durch die Zyklen des Himmels. Der Himmel ist mit zahllosen Funken markiert. Jeder von ihnen ein Feuer, jeder von ihnen ein Zeichen. Ich kenne diese Sterne gut und ich frage mich, unter welchem Zeichen stand eure Geburt? Ich bin jetzt mit der Nase rumgespielt. So, jetzt können wir unser Sternzeichen wählen. Sternzeichen geben permanente Boni. Und ich weiß, dass ich den Krieger, oder? Das nehmen werde. Das Schlachtraus heißt es übrigens. Soll ich den Krieger nehmen, oder? Das Schlachtross. Der Schatten, Schlange, Ritual, Liebhaber, Fürst, Atonarch, der Dieb, Magier, die Fürsten, der Jährling. Soll ich den Krieger nehmen, oder? Ich glaube, ich nehme den Krieger.
Ja. Die Zeichen, die ich gelesen habe, deuten vom Ende meines Weges. Der Tod, ein notwendiges Ende, wird mich zu gegebener Zeit ereilen. In der Face! Was ist mit mir? Eure Sterne sind nicht die meinen. Heute soll euch der Krieger ein treuer Gefährte sein, wenn euch das Glück schwindet. Könnt ihr mein Schicksal erkennen? Meine Träume gewähren mir keinen Ausblick auf Erfolg oder Misserfolg. Ihre Sphäre dringt nicht durch die Türen des Todes. Aber in eurem Gesicht erkenne ich den Gefährten der Sonne. Die Dämmerung von Akathos strahlendem Ruhm könnte die herannahende Finsternis vertreiben. Mit solcher Hoffnung und dem Versprechen eurer Hilfe muss ich mein Herz zufrieden geben. Uriel, weißt du, dass du ziemlich kitschig bist? Habt ihr keine Angst zu sterben? Mir eilen keine Trophäen meiner Triumphe voraus. Ja. Aber ich habe gut gelebt. Und mein Geist sollte schnell zur Ruhe kommen. Menschen sind nur Fleisch und Blut. Sie kennen ihr Schicksal, aber nicht seine Stunde. In dieser Hinsicht bin ich gesegnet, die Stunde meines Todes sehen zu können. Mein mir vorbestimmtes Schicksal und dann zu fallen. Naja, wenn du meinst, aber er hat das durch die ganzen Kontinente erobert, also Trophäen hast du genug. Wohin gehen wir? Ich gehe in mein Grab. Eine Stimme schriller als jede Musik. Emo! Wir könnten mir eine Weile lang folgen. Doch dann müssen wir uns verabschieden. Och, der ist so ein... Ihr könnt euch eigentlich auch nützlich machen. Hier, nehmt diese Fackel und bleibt in der Nähe. Ich hab doch schon welche. Na gut, wir fragen hier mal über die Klingen aus. Wir sind die Leibwachen des Kaisers. Wir haben die Aufgabe, ihn aus solchen Situationen herauszuholen. Obwohl ich zugeben muss, dass die Dinge nicht ganz nach Plan laufen. Ha! Ha! Badum! Busch! Nicht ganz nach Plan. Ha! 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 Uriel Septim. Ich habe den Auftrag, den Kaiser hier lebend herauszubringen. Und das habe ich auch vor. Na gut, ob das klappt, werden wir ja noch sehen. Na gut. Bleibt in unserer Nähe und lasst uns unsere Arbeit. Machen Tempel durch nichts geschehen, ich weiß. Drop Torch, nehmen wir einfach mal als auf. Fackel nehmen wir mit. Jetzt ist keine. Ach, halt die Klappe. Wir müssen weiter. Ja, komm, halt die Fresse. Ich wollte nicht die Leiche besuchen. So, Feuerschildtrank. Wow, geil. Richtig geil. Ja, war nicht irgendwo, nee. Der andere so hübsche kleine Leuchtschild, der später. Aber ich glaube, den kann man gar nicht plündern. Naja. Wieso kann ich nicht springen? Wieso kann ich nicht springen? Einen Moment mal. Steuerung. Springen, wo ist ein Springen? Das ist auf der falschen Taste, super. Toll. Jetzt, so. Ja, die Klappe, ich will eh nicht gegen die kämpfen. Da steht doch immer noch eine Truhe, wenn ich mich recht erinnere. Aber wo? Och nee, jetzt kommt er auch noch zu mir. Wow, scheiße!